Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Das letzte Video hatte damit geändert, dass ich gesagt habe, ich möchte weniger einkaufen. Ich muss aber dazu sagen, die Produkte vom BH Cosmetics habe ich vorher schon bestellt. Und ja, es sind Pinsel dabei und zwei Beauty-Produkte. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal mit einem der Beauty-Produkte an. Und zwar ist es dieser Blush hier. Und zwar ist es der Floral Blush Dual Cheek Color in der Farbe Fiji Fun. Und der hat mich halt angesprochen. Weil er dieser süße Design hat. Also der erinnert mich auch sehr an den MAC Blush jetzt, der in der letzten Limited Edition rausgekommen ist. Und ja, also mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut, jetzt vom Optischen. Ich möchte ihn auch aktuell noch nicht swatchen, ich möchte ihn noch ein bisschen anschauen, weil er mir halt so richtig gut gefällt. Und ja, bin aber auch schon gespannt, wenn ich den mal ausprobiere, wie der denn so ist. Dann durfte ich hier vom BH Studio Pro das Matte Finish Pressed Powder mit. Und also bei den BH Cosmetics Produkten, muss ich ehrlich sagen, habe ich die Haare ein bisschen angefixt. Und ich glaube, es war auch das Puder, was sie vorgestellt hat in einem ihrer Videos. Und also ich finde das Packaging auch richtig schön und hochwertig. Und zwar klickt man hier einmal drauf, dann geht das Ganze auf und hier sieht man auch schon, hier hat man einmal unterteilt so eine Puderquaste und hier ist auch so ein Gitter drin, dass es darunter eigentlich nicht feucht bleibt und der Schaum auch schön trocknen kann. Und dann haben wir hier einmal das Puder und es ist sehr, sehr hell. Und zwar ist es die Farbe, also Shade Hashtag 205. Und es fühlt sich sehr weich an. Es ist halt wirklich sehr hell. Also ich glaube, dass es mir fast ein bisschen zu hell ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Also es ist wirklich ein sehr, sehr helles Puder. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen so einen Weichzeichner-Effekt. Und fühlt sich halt sehr weich an, also richtig angenehm. Also von der Konsistenz her gefällt es mir wirklich richtig gut. Aber ich muss mal schauen, wie es bei mir im Gesicht halt aussieht. Wenn nicht, bestelle ich mir einfach meine Nuance dunkler. Und im Winter werde ich auch wieder blass. Definitiv. Dann habe ich mir hier einmal auch von Studio Pro den Beauty Sponge bestellt. Einfach weil ich mal ausprobieren wollte. Und der ist schon sehr fest. Also da bin ich echt mal gespannt, ob der an den Real Techniques Schwamm rankommt, weil der ist schon echt fest. Und ich meine, ich habe mal einen von Ebeline gehabt und der war auch so fest. Also da weiß ich noch nicht, ob mir der gefällt. Weil der kostet auch fast 5 Euro. Und ja, also der muss schon, wenn er jetzt dann feucht gemacht ist. Beziehungsweise ich glaube, ich mache den jetzt mal schnell feucht. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe den jetzt mal feucht gemacht und er ist schon ein Stückchen größer geworden. Und ja, also er ist im feuchten Zustand schon etwas weicher. Aber ja, ich muss ihn einfach mal ausprobieren, wenn ich Make-up mache und bin, wie gesagt, schon gespannt drauf, wie der Sponge dann so ist. So, als nächstes durften dann noch so Pinsel mit, auch aus der Studio Pro Reihe. So, das war jetzt das einmal die Nummer 4, der Flat, nennt es sich Flat Top Buffing. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der nicht so fest gebunden ist. Ich denke, er eignet sich schon sehr, sehr gut für Foundation oder so. Aber ich hatte ihn eigentlich gesucht so für Puder zum Auftragen, wobei ich aber glaube, für Cremeprodukte könnte der allgemein auch sehr gut sein. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Die werden jetzt als erstes gewaschen und dann werde ich das mal ganz immer ausprobieren. Und ich finde, also
vom Handling her finde ich die schon sehr, sehr hochwertig. Also da, das ist auch hier so, ja, wie soll man sagen, so gummiert, kann man das so sagen. Das fasst sich sehr, sehr schön an und ja, gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut, der Pinsel. Und ich sehe jetzt auch keine Haare, die jetzt irgendwie verliert oder so. Mal schauen, wie sie es nach dem Waschen verhält. Aber von den jetzigen BH Cosmetics Pinseln, die ich jetzt schon habe, bin ich bis jetzt sehr, sehr begeistert. Dann habe ich mir die Nummer 2, und zwar der Tapered Powder Pinsel bestellt. Der hat hier auch nochmal so eine Hülle drum. Und der ist halt so leicht angeschrägt hier nach oben hin. Und der ist auch mega weich. Also ja, gefällt mir richtig gut. Und ja, entweder macht man damit so Bronzer. Also ich probiere es einfach immer aus, was ich, mit welchem Pinsel ich für was am besten zurechtkomme. Also ich nehme nicht unbedingt die Pinsel für das hier, wofür sie gedacht sind. Also ich gucke halt, wie komme ich damit zurecht, welches Produkt lässt sich damit bei mir am besten auftragen. Und ja, auch der gefällt mir richtig gut. Und die sind halt auch echt schwer. Also nicht zu schwer, aber so vom Handling halt auch angenehm schwer, nicht zu leicht. Was mir halt echt gut gefällt. Doch, also gefällt mir echt mega gut. Und auch hier ist jetzt auch kein Haar dabei, was jetzt hier einfach so absteht. Und hier ist jetzt eins, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das steht so ein bisschen raus, das ist nicht mit abgeschreckt worden. Finde ich jetzt persönlich aber nicht schlimm, das kann man nachschneiden und dann ist gut. Genau. Ja, dann habe ich noch zwei kleinere Pinsel bestellt. Und zwar der Brush 5 Pointed Crease. Und die sind dann auch echt gut verpackt, also auch sehr hochwertig gemacht, meiner Meinung nach. So, komm ich raus da. Also hier sieht man es auch nochmal, so ist der in der Pappverpackung drinnen. Das ist auch nochmal so ein Pappdings, damit es stabilisiert wird, damit er nicht hin und her rutschen kann. Und das ist jetzt die Nummer 5. Und das ist einfach so ein, ja, so ein Blendepinsel. Also damit kann ich mir vorstellen, sehr, sehr schön nochmal das Ganze so zu verblenden. Also der gefällt mir auch richtig gut. Und auch hier wieder vom Handling her, also vom, finde ich die echt gut gemacht, also kann man echt nichts sagen, ne? Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pinsel, und zwar der Brush 6 Blending Crease. So vom hier oben, so sehr an den Sueva. Und auch der ist sehr, sehr weich. Auch hier stehen keine Haare irgendwie über oder ab. Das gefällt mir auch richtig gut. Und ja, also ich bin von den Pinseln für den ersten Eindruck sehr begeistert und ja, freue mich schon drauf, die auszuprobieren. Die werde ich jetzt gleich mal waschen. Und schauen halt auch vom Design her auch echt edel aus. Doch, also gefällt mir richtig gut. Ich bin echt begeistert von dem Pinsel. Ja, auch wenn man die so... Kennt ihr das, wenn man so gerne so Sachen einfach in die Hand nimmt und dieses Geräusch alleine schon mag? Und das hört sich halt echt hochwertig an. Ja, so kann man sich über Kleinigkeiten freuen.
wie gesagt, bei dem hier, der hört sich auch schon so. Also es ist halt wirklich sehr fest, ne? Wie gesagt, muss man mal schauen, wie er das Produkt aufträgt. Das ist ja, auf das kommt es ja an. Und hört ihr das Tap-Tap? Das ist der Real Techniques. Der ist halt viel weicher. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Und ich freue mich schon aufs Ausprobieren. Also ich freue mich immer aufs Ausprobieren von neuen Produkten. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich freue mich mega über die Produkte. Also ich finde die richtig toll. Und ich glaube, mein neuer Favorit wird der hier werden. Also ich finde den Pinsel, der ist so weich. Also kenne das, wenn ihr so einen neuen Pinsel habt und euch richtig freut einfach, weil der so schön weich ist und so gut in der Hand liegt. Genau das ist er. Also gefällt mir richtig gut. Genauso wie das Blush hier. Also ich finde es vom Design her mega schön. Gefällt mir auch richtig gut und ja, wird jetzt erstmal so ein kleines Dekostück werden, bis ich den dann mal wirklich auspacke und verwende. Aber ja, auch darauf freue ich mich, wie gesagt, schon mega. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.